Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Bullet Journal Video. Mein Name ist Verena und ich bin Illustratorin. Im letzten Monat gab es jede Menge Erdbeeren. Diesen Monat gibt es Kiwis und Orangen. Es wird also wieder fruchtig. Mir gefällt diesen Monat besonders die Farbkombination sehr gut. Grün, Orange und Braun. Wie ihr seht, habe ich wieder etwas vorbereitet. Ich habe mit Bleistift bereits ein paar Skizzen gemacht, die wir jetzt anmalen. Wie immer mit Aquarell. Wir überlegen uns, wie wir die Farben am besten verteilen, indem wir eine erste Schicht malen. Die Obststücke sind alle zerteilt, damit wir auch das bunte Innenleben der Früchte sehen können. In den Kiwis malen wir außen einen grünen und innen einen gelben Kreis. Die Schalen der Kiwis werden einfach braun. Und auch die Orangen sind ganz einfach zu malen. Und zwar malen wir einen Kreis, auch wieder nur den Rand. Und anschließend malen wir in dem Kreis kleine Dreiecke, die mit der Spitze alle in die Mitte zeigen und kreisförmig angeordnet sind. Schaut einfach zu, wie ich es mache. Wie immer werde ich euch alle Materialien, die ich benutze, in der Infobox verlinken. Und wenn euch das Video gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen, oder schreibt mir was in die Kommentare. Darüber würde ich mich total freuen. Danach kommt die zweite Schicht, um ein bisschen mehr Tiefe mit Hilfe von Schatten zu schaffen. Ich nehme wieder Buntstifte zur Hand, um den Effekt noch zu verstärken. So kann ich auch gut Wasser sparen, denn das Buch besteht ja leider nicht aus Aquarellpapier. Mit einem Feinliner male ich die Samen der Kiwi. Das gefällt mir richtig gut. Sie befinden sich zwischen dem gelben Kreis und dem grünen Rand. Um dem Ganzen noch eine Verbindung oder etwas Abwechslung zu geben, male ich noch eine Art Muster in den Hintergrund. Einfach eine Schraffur, ganz simpel. Da ich am Ende noch nicht ganz zufrieden mit der Illustration bin, fange ich an, die Früchte mit Feinliner zu umranden. Und schon gefällt es mir viel besser. Manchmal muss man Dinge einfach ausprobieren und machen. Und meistens sind die Ideen auch gut, die man hat. Die Skizze war ursprünglich noch ein bisschen anders gewesen, aber beim Zeichnen habe ich mich entschieden, noch ein paar mehr Früchte zu malen. Und so sieht es nun aus. Dann schreibe ich noch den Namen des Monats Juli mit meinem Brushpen und die Titelseite ist fertig. Auf der nächsten Seite schreibe ich schon mal ein paar Wörter mit dem Brushpen, da ich ihn gerade in der Hand habe. Monatsziele, Einnahmen und Ausgaben. Wie ihr seht, lasse ich links einen Streifen frei. Damit mache ich auch noch was. Aber zunächst kümmere ich mich um die erste Seite der Wochenübersicht. Die Woche fängt eher am Ende der Woche an. Ich trage oben rechts einen Kalender ein und habe auf der rechten Seite ebenso Platz gelassen für eine kleine Illustration. Hier mache ich es wie auf der Titelseite, die äußere Umrandung und das Hintergrundmuster. Anschließend kommt hier und da noch ein bisschen Dekoration und dann greife ich zur Schere. Wir hatten ja links noch einen Rand freigelassen und auf der Titelseite haben wir ebenso Platz gelassen. Dieser Rand wird jetzt entlang der Titelillustration abgeschnitten. Ein bisschen gewellt, eben wie es auf der Titelseite vorgegeben ist. Auf der nächsten Doppelseite geht es weiter mit dem Wochendesign. Um links kommt wieder der Kalender und in der Mitte der Doppelseite ist Platz für die verschiedenen Wochentage. Ich male hier einfach Vierecke mit Aquarell und lasse oben eine kleine Öffnung für den Namen des Tages. Anschließend schneide ich die rechte Seite zur Hälfte ab und habe so auch wieder eine Dutch Door für meine Wochenübersicht. Auf der Rückseite male ich dann auch wieder Vierecke.
Beim nächsten Mal werde ich allerdings wahrscheinlich die Vierecke alle in gleicher Größe malen und dann schneiden. Die verschiedenen Größen gefallen mir nicht besonders gut. Anschließend male ich hier noch ein paar Orangen, ein paar Hintergrundstriche und schreibe auch hier die Wochentage ein. Bei den Wochenübersichten wechsle ich immer zwischen Orange und Grün. Auf der nächsten Seite habe ich viele kleine Boxen eingezeichnet und male sie mit Fineliner aus. Anschließend male ich im Hintergrund wieder meine Kiwis und Orangen. Links Orangen und rechts Kiwis. Dann trage ich wieder die Namen der Tage in die Boxen ein. Auf der letzten Seite kommt wie immer die Dankbarkeitsliste. Auch hier kommt wieder ein bisschen Dekoration über die ganze Seite verteilt. Und natürlich wie immer der Social Media Kalender. Als letztes gibt es wie immer noch die Übersicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis bald zu einem neuen Video.